Also ich kam im Sommer 81 nach Göttingen Ja. und wollte gerne bei Hans Kuhn meine Diplomarbeit schreiben. Und ich wollte unbedingt über molekulare Evolution schreiben. Und wir haben uns eine Zeit lang unterhalten und dann haben sie gesagt, das ist zu riskant. Es ist nicht drin für eine Diplomarbeit und auch nicht drin für eine Doktorarbeit. Und dann haben sie mich mit einem großen Stapel Papers nach Hause geschickt. Das weiß ich gar nicht mehr. Und ob ich eventuell auch an einem anderen Thema Interesse haben könnte. Und von den Überschriften habe ich noch überhaupt nichts damals verstanden. Jedenfalls habe ich dann versucht, angefangen, die Papers zu lesen. Da war immer dieses eine Wort, was ich nicht verstanden habe. In meinem ganzen Oxford-Englisch-Unterricht kam das nie vor. Und das war das Wort Trough. Und dann habe ich im Trough. Trough. Dann habe ich im Wörterbuch nachgeschaut, was heißt Trough. Und da stand dann drin Schweinetrog. Und ich habe mich sehr gewundert, weshalb sie mich mit Papers über Schweinetröge nach Hause geschickt haben. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Dann habe ich doch ein bisschen mehr verstanden und nachgeschlagen und irgendwann habe ich entschieden, das ist vielleicht doch eine lustige, eine schöne Arbeit. Ja, und wenn du jetzt also mit so viel Kraft, noch mehr Kraft. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange das noch geht. Wir reden nicht von, also, aber auch die Intensität ist auf jeden Fall da. Ich komme zu mir nicht auf. Wenn du jetzt zurückdenkst und du dir vorstellen könnt, also was würdest du etwas anders machen? Oder würdest du es anders, was würdest du versuchen zu tun? Also weißt du, ich habe jetzt gemerkt, der eigentlich wichtige Schritt, wenn die Leute sagen, das ist der Gap von Chemie auf Biologie, wo der eigene damals gemeint hat, er hat diesen Gap überwunden. Und die Leute, die eine Rolle spielen, wie weit sein, die sagen, ich verstehe gar nichts, wie das ist. Und ich habe mich bis jetzt mehr auf die ersten Schritte konzentriert. Und das habe ich, also den Übergang zum genetischen Apparat, habe ich auch mit Vase zusammen, haben wir ja das versucht. Also ich habe es schon, es steht schon in meiner ersten Arbeit drin. Also das Grundprinzip, dass nämlich dass man auf eine Barriere stößt, mit einem gewöhnlichen Besetzungsapparat, weil einfach das mit den komplementären Messenger, also wo die komplementäre Information, die nichts sagt, die direkt bringt, wo die stört. Und wenn ich jetzt, also würde ich einfach mit der, die in die Mitte stellen, diese Frage, also wie kann ich über diese Barriere hinwegkommen? Wenn ich über diese Barriere hinweggehe, dann habe ich eine Information, eine Informationsspeicherung, die immer komplexer wird. Die sich selber zu immer, jeder Apparat tut sich in einen komplexeren Apparat entwickeln und die Information kann immer weitergehen. Die Fehlerwahrscheinlichkeit kann immer kleiner werden. Damals war es einfach durch das, das ist meine Hypothese, ich würde sagen, das ist meine Theorie, weil eine Theorie ist durch Denken etwas herauszufinden und möglichst nachher vergleichen mit der Erfahrung. Und jetzt würde ich eben mehr auf dieses Problem, wo ich sehe, ja, das ist das Problem, das niemand begreift, würde ich einfach mehr in diese Richtung, was ich jetzt noch machen kann. Aber in vieler Hinsicht, durch die ganzen Arbeiten in den letzten 15 Jahren jetzt über RNA veröffentlicht wurden und die Tatsache, dass RNA katalytische Funktionen hat in einer Weise teilweise sogar ja ähnlich wie Proteine funktioniert. Da habe ich eigentlich auch oft an diese frühen Arbeiten gedacht, weil
man eigentlich am Anfang DNA und RNA mehr mit genetischen Bausteinen assoziiert hat, aber nicht Tatsache, dass sie dreidimensionale komplexe Objekte formen können und dass die dann Funktionen ausüben, die katalytisch wirken. Und das ist Da hat uns sehr früh an RNA gedacht als im Prinzip katalytische Moleküle. Also RNA, aber dein Assembler, aber das ist die ja die RNA, diese tolle katalytische Wirkung. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Und das hat aber die Sache nicht gestört. Weil das war ja nur das Problem vereinfacht. Also ich habe, RNA ist da, warum soll es nicht auch so wirken? Und es ist dann, wie das dann geht. Also das war für mich nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, ich kann es so oder so lösen. Aber was ist der Grundgedanke dahinter? Was muss ich überwinden? Ob ich es ein bisschen so überwinde oder anders? Aber ich muss diese Barriere, dass ich die Fehlerwahrscheinlichkeit nicht herunterkriege mit der bisherigen Konstruktion. Diese Barriere muss ich überwinden. Und ich habe mir gesagt, ich habe sie auf meine Art, ohne all die Möglichkeiten, die man heute sieht. Habe ich sie einfach zu überwinden versucht. Und das muss ich jetzt ändern. Das habe ich auch nicht gemerkt jetzt in den letzten, wo ganz neu herausgekommen ist. Also ich aus der Geschichte von Scientific America, wo eben der Ansatz gesagt wird, das ist doch gar nicht mehr das Problem. Und schreibe ich es darüber. Also das würde ich jetzt in der Verbesserung dieser Arbeit, die also jetzt schon von der Seite her akzeptiert. Es kommt doch jetzt dieser Systems Chemistry. Systems Chemistry. Also ist er jetzt so also entstanden und hat sich ganz schön bewegt. Es ist einfach ich empfinde es als die Sache eben von damals, dass man sagt, das ist nicht das Einzelmolekül, das ist die Maschine, nach der man suchen muss. Und ich finde das faszinierend, wenn du sagst, du hast das mal auch so gesagt, mit dem tieferen Verständnis von molekularen Maschinen, konstruierten Maschinen, wenn man die versteht, dann hilft das enorm im Verständnis der Selbstentstehung des Lebens. Also auch, ich sehe auch so. Du siehst eine starke Verbindung zwischen den beiden Themen. Ich sehe eben das, Entstehung des Lebens, das ist ein Ingenieurproblem. Nur habe ich jetzt die Umwelt da, die mir das baut, statt den Geschichten. Und es ist nicht ein anderes Problem. Eben der Eichel meint, es ist ein Grundsatzproblem. Ich muss also da mit Bildschirm also von dieser speziellen Tatsache ausgehen. Ob nicht Bildschirm gesagt hat, wenn ich weit vom Kern vom Gleichgewicht wirklich, dann ist da nach der Thermodynamik. Habe ich einfach eine Selbstorganisation. Und ich habe mir gesagt, habe ich doch in der Chemie drin, da muss ich doch nicht lange über solche Sachen nachdenken. Und eben, es ist nicht ein grundsätzliches Problem, aber das ist eben schon immer als grundsätzliches Problem gesehen worden. Dass Leute, also die Physiker, die Wiesner, das so gesehen haben, dass es ein Widerspruch zu Thermodynamik haben, dass sie gesagt haben, das ist völlig Quatsch. Das hat doch nichts mit Thermodynamik zu tun, chemische Reaktion, folgende Thermodynamik, was will ich diesem Problem nachgehen. Das Problem ist Ingenieurin. Das ist das Prinzip. Es ist nicht einfach nach einem neuen Prinzip suchen. Ja.
Ja.